Und überall laufen hier Bewohner rum. Die gucken sich alles an. Ich komm hier selber nicht mehr durch. Ich komme hier nicht mehr weg. Willkommen auf meinem Kanal und es geht weiter mit Hoko Live. Ja, du kannst aufhören mit dem Winken. Wunderbar. Ja, heute mal wieder eine Spezialfolge. Ich zeige euch mal wieder Kreationen aus aller Welt. Die liebe Katja hatte mir mal eine ganze Menge Creator Codes in die Kommentare reingepostet. Einige kannte ich davon schon, die hatte ich in der anderen Folge schon ein paar Sachen gezeigt. Aber vieles noch nicht und viele schöne Sachen bei. Ja, das stelle ich hier gleich auf. Blende den jeweiligen Creator Code dazu ein und ihr müsstet dann natürlich, wenn ihr die Sachen haben wollt, relativ schnell euch die holen. Denn wenn die Leute halt das rausnehmen, dann sind die erstmal weg. Und ich weiß ja auch nicht, wer das ist. Das sind ja keine Leute, nicht unbedingt Leute, die meine Videos gucken, sondern die kommen ja von überall her. Also wenn ihr die haben wollt, holt euch die gleich, weil in meinen Shop hochladen kann ich sie ja auch nicht. Da sagt er, ist nicht deins, geht nicht. Genau. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal dazu aufrufen, wer selber auch Möbel oder was auch immer herstellt, gerne sein Creator Code in die Kommentare zu schreiben. Ich würde den dann in die Beschreibung eintragen. Da sind wir mittlerweile schon vier. Wäre schön, wenn wir mehr werden. Ja, wäre super, wenn ihr da Lust zu habt. Wie gesagt, muss auch nicht was super Tolles sein, wenn ihr am Anfang seid. Man wächst ja mit den Aufgaben, ne? Genau. Und eigentlich wollte ich ja in dieser Folge eine Zusammenfassung machen der Frühlingsernte, also eine Gegenüberstellung, was kostet die Saat, was kriege ich für die Frucht im Endeffekt und wie viel Gewinn bleibt davon über. Ich habe mir überlegt, ich mache das, wenn ich alle Saison einmal durch habe, alle vier Saison einmal durch habe und dann für die komplette Jahreszeit halt einmal aufgeschlüsselt. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dann wird auch eine ganze Folge draus, weil sonst wäre das immer relativ schnell abgehandelt. Und ich müsste vier Folgen davon machen. Das mache ich dann immer einmal komplett im Rutsch. Da zeige ich euch dann halt eben, was müsst ihr dafür ausgeben und was lohnt sich am meisten, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen. Es startet wieder die fröhliche Einkaufsmusik. Genau. Und ich fange jetzt an, hier aufzubauen und präsentiere euch, was ich gefunden habe. So, da bin ich, habe das erste Möbelstück aufgebaut. Ein Bett. Ein sehr rustikales Bett. Ich fand das wirklich sehr hübsch. Ja, sehr urig. Und wie gesagt, der Creator-Code wird jetzt unten eingeblendet, der jeweilige immer zu den Sachen, die ich jetzt hier zeige. Also wenn ihr dieses Bett haben wollt, dann müsst ihr den Creator-Code eingeben. Ich möchte es gerne benutzen. Es wäre schön, wenn man sich auch einfach nur hinlegen könnte, ohne dass man gleich schläft. Ich muss ja gleich schlafen, dann sieht man ja nicht, wie er liegt. Das wäre auch nochmal cool, wenn das eingebunden wird. Dass man sich einfach so hinlegen kann als ja, Animation, sage ich mal. Ohne dass er gleich ein paar Stunden schlafen muss. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, wie gesagt, unter dem eingeblendeten Creator-Code findet ihr dieses Bett. Ich baue jetzt ab und baue wieder neu auf. Und hier sind die nächsten Kreationen, die ich euch zeigen möchte. Es wird etwas verspielt. Fand ich sehr hübsch. Hier das kleine Spielhäuschen, Little House. Ja, die Rutsche und die Schaukel. Hier so ein Klettergerüst und da die Wippe. Es ist ja schade, man kann es ja leider nicht benutzen. Ne? Es ist einfach nur Deko. Wäre cool, wenn sowas noch mit reinkommt. Ich meine, bei Animal Crossing geht es ja dann auch, glaube ich, dass man an Rutschen runterrutschen kann. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich mal irgendwie so ein Spiel gespielt in der Art, wo das dann ging. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Naja, ja, das wäre schon cool, wenn man da wenigstens raufsitzen könnte und dann Animationen irgendwie beginnt. Oder sich vielleicht auf die andere Seite sogar noch hier dann Bewohner raufsetzt. Und mal so ein bisschen rumwippt oder hier einmal runterrutschen kann oder schaukeln. Aber ansonsten ist schon ganz süß. Wer sich einen kleinen Spielplatz einrichten will, der kann das hiermit tun. Ja, wie gesagt, unter dem eingeblendeten Creator-Code findet ihr diese Sachen. Ich baue jetzt ab und baue wieder neu auf. Und hier sind die nächsten Kreationen, die ihr unter folgendem Creator-Code finden könnt. Ein Hauch von Grün und Gelb. Ein bisschen Blau, ein bisschen Lila. Ja, fand ich sehr süß. Schickes Bett. Nett gemacht hier vorne mit diesen ganzen, ja, Dekorationen, sage ich mal. Ja, ein hübscher Tisch dazu. Dazu passend der Sitz. Zack, da kann man sich natürlich auch raufsetzen. Und ja, hier noch die Leiter. Guck, da weiß man mal, wie das funktioniert. Das geht noch ein ganzes Stück weiter. Ich hänge schon in der Luft hier. Also so funktionieren die Leitern. Ich dachte, ich könnte jetzt mal weiterlaufen. Nee, es geht nicht. Aber es ist ganz nett. Und dazu gehört auch noch diese Brücke. Die habe ich immer hingestellt. Steht ein bisschen schief, ja, ich weiß. Aber die fand ich auch sehr hübsch. Und man kann auch drüber gehen. Ja, ja, und ihr seht an den Namen schon,
Wer auch immer das kreiert hat, kommt irgendwo Richtung Osteuropa. Ich kann es nicht lesen. Ich hoffe, die Namen sind nicht irgendwas Unanständiges. Aber man könnte es dann ja ändern. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch für die Sachen interessiert, unter dem folgenden Creator-Code findet ihr diese Sachen. Ja, und ich baue hier einmal ab und wieder neu auf und wir sehen uns gleich wieder. Und hier präsentiere ich euch die nächsten Kreationen. Ja, es wird ein bisschen pompöser, etwas schicker. Ja, erstmal dieses hübsche Bett mit dem Sichtschutz. Ja, ich kann es ja auch wieder nicht ausprobieren, ich würde es sogar ausprobieren. Denn das hier ist eine Lagerkiste. Ist sogar eine große, ne? Ja, ist eine große. Das ist schon eine ganz coole Idee so. Mama, ich kann hier mal so ein bisschen drehen. Also ist schon wirklich eine echt schicke Idee. Da sieht man halt, was man alles machen kann. Und die Kiste muss ja nicht so klotzig sein, sondern er hat einfach die Fläche genutzt, hat unten so ein paar Steinchen hingelegt und den Kasten selbst kleiner gelassen. Also das ist auch eine gute Idee eigentlich. Und man muss sich ja nicht so einen Klotz hinstellen. Ich meine, im Endeffekt nimmt er die Fläche ein, ja, aber es sieht doch ein bisschen dezenter aus. So, dann hier der passende Stuhl zum Bett. Wirklich sehr bequem. So, und dazu gehörte, also das ist dazu, optisch natürlich nicht, aber das war unter dem gleichen Creator-Code, diese Brücke, die ist auch wirklich sehr hübsch, finde ich. Die behalte ich vielleicht sogar selber irgendwo, mal gucken. Vielleicht tausche ich mal eine andere aus. Muss ich mal sehen, man kann ja mal ein bisschen durchprobieren. Ja, sehr hübsch. Gut, und wenn euch von den Sachen was interessiert, dann unter dem eingeblendeten Creator-Code findet ihr diese Gegenstände und ich baue einmal ab und wieder auf. So, neu aufgebaut und es wird noch ein bisschen pompöser. Auf jeden Fall verspielter. Das ist schon wirklich echt schick und das sieht, finde ich, sogar noch besser aus, als wenn man das im Shop sieht. Im Shop sieht das alles sehr gelblich aus. Das ist sowieso so ein bisschen doof, dass die Farben im Shop immer anders wirken irgendwie, als wenn man es dann wirklich hinstellt. Aber hier ist es dann positiv besser. Gefällt mir wirklich sehr gut. Sieht sehr, sehr edel aus. Da musst du schon echt viel Ideen haben, ne? Und das alles ranzusetzen, diesen kleinen Frickelkram. Ja, ich weiß ja selber, wie umständlich das manchmal sein kann. Da möchte man schon mal verzweifeln. Also da muss man schon eine Weile basteln. Ja, wie gesagt, hier so ein Zweisitzer. Zack, wunderbar. Die Dinger heißen ja wirklich Zweisitzer, aber irgendwie kann immer nur einer drauf sitzen. Das wäre schöner, wenn man sich jetzt an eine Seite setzt oder wenn ein Zweiter dazukommt, also ein Bewohner, dass man dann zur Seite rückt und dann noch einer drauf sitzen kann. Dann würde dieses Möbelstück ja seinem Namen gerecht werden. Ja, der passende Tisch, passender Stuhl. Also das ist ein richtiges Set. Aber ich will mal gucken, wer das kriegt. Irgendeiner der Bewohner, wer sich das verdient hat. Das wäre was für Laurus, glaube ich, weil Laurus hat ja kein Haus. Aber ich glaube, das wäre so sein Ding. Ja, schlafen geht ja leider nicht. Wirklich schön. Und dieser Nachtschrank dazu. Leider ist das keine Aufbewahrungskiste. Wahrscheinlich wurde das erstellt, bevor es die Aufbewahrungsmöglichkeiten gab. Das würde sich auch gut machen. Eine kleine Kiste hier so hin. Da könnte man vielleicht seine Klamotten reinlegen. Das würde echt gut passen. Sollte sich der Ding vielleicht mal überlegen, das Ding nochmal neu zu bauen und dann als Aufbewahrungskiste. So eine 16er. Ja, wie gesagt, wenn euch was von diesen Sachen interessiert, unter dem vollen oder dem eingeblendeten Creator-Code, könnt ihr die Sachen finden. Und wieder neu aufgebaut und ich bin wieder da. Ja, das habe ich unter dem folgenden Creator-Code gefunden. Einmal den Gartenzwerg. Also wer sich einen Garten kreiert, da gehört ja... Als Deutscher gehört ein Gartenzwerg dazu. Na, heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber unsere Großeltern und Eltern hatten dann Gartenzwerge. Ja, war halt eine Zeit lang so. Macht man, glaube ich, heute nicht mehr so. Also man sieht es auf jeden Fall seltener. Aber der klassische Gartenzwerg, den hättet ihr hier, finde ich ganz cool. Den werde ich irgendwo hinstellen als Deko. Dann hier, der geht so ein bisschen unter. Der sah größer aus im Katalog da. Ein Maulwurf mit seinem Hügel. Aber das ist wirklich sehr klein. Und ich frage mich, wie machen die das? Also das kann man doch nicht so zusammenbauen. Da geht's ja kaputt. Wenn du das versuchst zusammenzustellen, dieses kleine Ding, da brauchst du danach eine Delfintherapie. Also mit dem Tool ist das schon schwierig. Ja, dann war da noch dieser Tisch und die passende Bank. Zack. Ja, passt sehr gut zusammen. Sehr sommerlich. Fand ich sehr schön. Ja, hat mir alles ganz gut gefallen. Und wenn ihr das haben wollt oder irgendwas davon haben wollt, dann unter dem Creator-Code, der eingeblendet ist, findet ihr diese Sachen. Ich baue ab und wieder neu auf. Und für die nächsten drei Sachen habe ich jetzt einmal in die Mine gewechselt, weil ich finde, das passt da dann ganz gut rein. Ja, das ist so ein bisschen aus dem Bereich Archäologie. hier einmal diese Steintafel.
ne? Mit den Höhlenmalereien. Ganz cool gemacht. Das Doofe ist, man kann das leider ja nicht an der Wand platzieren. Das wäre noch richtig cool. Also ich muss das ja, man sieht das ja, das muss so ein Stück von der Wand weg sein. Und dann wirkt es halt nicht mehr so. Wenn ich jetzt weiter ran will, macht er das nicht. Hier schon nicht. Ja, hier erst. Das dann, hängt halt in der Luft, ne? Kann ich das hier irgendwie hier vorne? Kann ich das auch nicht? Das ist so ein bisschen schade. So, hier nicht. Also eigentlich gehört's ja, würde es ja hier so hingehören. Ja, Vielleicht findet man draußen auch noch einen besseren Platz. Ich wollte das halt mal hier platzieren, der passt ganz zu. Ja, hier dieser Stein mit dem Fossil. Huch, jetzt habe ich mich fast festgemacht hier. Ja, und einmal, ja, hier diese kleine Bürste mit dem Knochen drin, da drinne, ist ganz nett gemacht. Kann man sich vielleicht irgendwo in eine Höhle platzieren. Und ich habe jetzt gerade rausgefunden, man kann ja auch Sachen in der Höhle platzieren. Also auch hier kann man sich das nett dekorieren, wenn man möchte. Ja klar, die Lampen gehen ja auch hier hin. Da müsste ja alles andere auch gehen. Blödsinn, was ich da gerade erzähle. Ja, gar nicht hinhören, wenn der Captain was sagt. So, ja, wenn ihr eine dieser Gegenstände haben möchtet, unter dem eingeblendeten Creator-Code, könnt ihr die bekommen. So, ich reiche nochmal kurz nach. Ich habe das jetzt nochmal probiert, hier festzumachen. Diese Tafel, hier sieht das, finde ich, besser aus. Da geht das ganz gut. Ja, wollte ich nochmal kurz zeigen. So, ich baue jetzt neu auf. Und jetzt geht es ein wenig ums Thema Beleuchtung. Auf jeden Fall drei Sachen. Ich weiß gar nicht, dass vorne eine Lampe ist. Müsste man im Dunkeln mal gucken. Sieht aber nicht so aus. Leuchtet zumindest nicht. Ja, einmal diese Lokomotive. Ist auch sehr hübsch geworden. Kann man sich auch irgendwo hinstellen als Deko. Finde ich wirklich ganz, ganz nett geworden. Denn hier diese Blume. Ist auch sehr schön. Könnte ich mir vorstellen, dass man sich damit so die Wege beleuchtet, dekoriert, wie auch immer. Den Leuchtturm hier, der passt natürlich irgendwo unten an den Strand. Irgendwo bei Derris. Wenn sie das hier noch drehen würde, ne? Das wäre natürlich cool, die Lampe. Aber das geht ja noch nicht. Aber ist auch wirklich sehr nett. Ja, und hier dieser Totenschädel. Wenn man sowas mag, dann kann man sich das auch hinstellen. Wenn man den nach vorne macht, ich finde, dann leuchtet er ein bisschen doll, oder? Ne, geht eigentlich. Eben sah das so ein bisschen hell aus, dass man gar nichts mehr gesehen hat von dem Schädel. Und das zu bauen, das ist schon echt. Also dann kleine Steinchen oder so wahrscheinlich wird das irgendwie gemacht. Meine Herren, brauchen wir viel Geduld. Ja, wenn euch einer dieser Sachen hier interessiert, der Schmetterling interessiert sich auf jeden Fall sehr dafür. unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr diese Gegenstände finden. Und ich habe einmal neu aufgebaut und unter dem folgenden Creator-Code findet ihr diese Gegenstände. Einmal diese Küchenzeile, finde ich ganz nett. Na, so ein bisschen Einbauküche, nicht lose Sachen, so wie es bei mir jetzt immer in der Wohnung stehen habe, in der Wohnung, im Haus. Ja, dann dazu ein Stuhl, kann man natürlich auch drauf sitzen, ist auch ganz nett. Sieht auch sehr hübsch aus. Ein Klapptisch, der dann wohl dazu passen soll. Farblich auf jeden Fall. Dann dieses, ja, Wandbild. Das ist wirklich sehr schick. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man es jetzt im Haus gut an die Wand kriegt, sodass es auch aussieht, als wenn es an der Wand hängen würde. Ich habe es einfach nur mal hier gemacht. Hier ist es ein Tick weiter weg. Aber es kann ja sein, dass es an diesem Haus schwierig ist, es anzubringen. Ja, und dazu halt eben diese Brücke, die auch so ein bisschen, ja, im japanischen Stil gehalten ist, würde ich sagen. Ja, auch sehr schick. Ja, und wenn ihr was von diesen Gegenständen haben wollt, unter dem eingeblendeten Creator-Code, könnt ihr euch die holen. Ich baue einmal ab und wieder neu auf. Ich habe noch eine ganze Menge dabei. Also ich habe jetzt schon meine Taschen einmal wieder leer machen müssen, wieder neu auffüllen müssen und ich habe noch was im Postfach. Also es kommt noch ein bisschen was. Und auch zu dem eben gezeigten Bild möchte ich nochmal ein kleines Update bringen. Ich habe es mal gerade im Haus platziert. Ja, man kann das sehr gut an die Wand bringen. Vor allem, weil ich es jetzt hier ran mache, kann man sehen, das sitzt gut dran. Würde sie natürlich besser machen, wenn es jetzt hier wo wäre. Gut, hier in dem Haus wäre es halt, glaube ich, schwierig. Das wird blöd aussehen, wenn ich jetzt... Ach, komm her mit dem Ding. So, wenn ich das jetzt hier ranmache, mal gucken. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd mit dem Ransetzen. Das kann ich nämlich nicht sehen, was ich hier mache. Totaler Blöd. Ja, hier geht's gar nicht. Also hier in dem Haus schwierig an so einer Wand. Aber hier passt gut ran. Bei den anderen Häusern findet sich vielleicht eine größere Fläche. Zack. Ja, das hat mich eingebaut. Nee. Aber hier geht das ganz gut. Wollte ich nur mal kurz nachreichen. So, ich mache jetzt wieder weiter. Und ich habe wieder neu aufgebaut und hier stehen die nächsten Kreationen. Und da sind wirklich auch tolle Sachen bei. Wo fangen wir an? Fangen wir mal hier oben mit dem kleinen Wasserfall hier. Na gut, da kann ich so ein bisschen rüberlatschen. den kann man sich bestimmt als Deko auch irgendwo nett hinstellen. Ist natürlich immer schade, dass das Wasser nicht fließt, aber es geht ja nicht. Das wird ja irgendwie alles mit da oben. Das werden Kissen sein, tippe ich mal. Ja, aber es ist schon echt cool, also sehr detailliert. Dann dazu den Brunnen. Der ist auch sehr hübsch, finde ich. Den kann man sich auch gut irgendwo hinstellen als Deko. Ist natürlich schade, dass man jetzt das Gras da durchsieht, aber das lässt sich, glaube ich, nicht anders machen.
Oder man müsste irgendwas Schwarzes vielleicht höher, etwas höher setzen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass man drinnen irgendwie eine Plattform macht, die ein bisschen höher ist, dass das Gras abgedeckt ist, aber schwarz ist es, aussieht, als wäre es halt, ja, ein Loch halt nach unten. So, der Trecker dazu, mit einer Menge Beleuchtung, den kann man sich auch irgendwo hinstellen. Der leuchtet dann auch, glaube ich, schön aus. Es wird ja auch schon langsam dunkel, ich muss gleich mal irgendwie ins Bett, weil sonst sieht man die ganzen Sachen gar nicht mehr so gut. Ja, der ist auch ganz nett, man kann ja leider nicht einsteigen, das wäre schon schön. Dieser Schrank, und das ist eine Aufbewahrungskiste, eine große. Auch wirklich sehr gute Idee. Also den kannst du ins Haus stellen. Ja, sieht schick aus. Und auch noch praktisch. Kannst was reinstellen. Wirklich nett gemacht. Vielleicht sogar für die Klamotten, die man hat. Bietet sich auf jeden Fall an. Eine gute Idee auf jeden Fall. Vielleicht baue ich mir so ein Ding auch noch. Zwar nicht genau den, aber... Weil ich habe bei mir so eine kleine Kiste. Ich glaube, das sind nur 16 Plätze. Ja, nur 16 Plätze, genau. Eine kleine. Und irgendwann braucht man, glaube ich, schon eine große für Klamotten. Und dann wäre vielleicht so ein schöner Schrank, so, ich mag es dann eher rustikal. Und dann hat man da die ganzen Sachen drin. Und dazu gehörte noch diese Brücke. Die fand ich auch ganz nett, auch sehr rustikal. Würde zwar nie halten, aber egal, hier geht das. Ja, genau. Ja, und wenn euch was interessiert von diesen Gegenständen, dann unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr die Sachen finden. Ich baue nochmal ab und wieder neu auf. So, wieder neu aufgebaut. Und ja, unter dem folgenden Creator-Code könnt ihr diese Sachen finden. Einfach ganz süß hier. Ihr habt das Panda-Bärchen, das hier hochklettert. Das ist ganz niedlich am Bambus. Dann hier die zwei Panda-Bärchen. Die kann man sich so als Deko hinstellen. Ich glaube, das sind jeweils dieselben, aber nur gespiegelt. Also einmal halten sie das Bambusstäbchen in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Und hier das vorne, das hier rechts, das kennt ihr ja schon. Das habt ihr schon gesehen. Das hatte ich ja schon hingestellt. Hatte ich auch in dieser Übersicht gesehen, in dem Computer. Und das gehört zu diesem Creator-Code. Das habe ich jetzt auch so nebenbei durch Zufall herausgefunden. Ja, wirklich süße Sachen. Werde ich bestimmt auch irgendwo hinstellen, so als Deko, als Zierde. Weiß nicht, ob man den, da kann man den so irgendwo hin. Na gut, ob man den, ja, ne, da passt er nicht mehr, schade. Aber da kriege ich schon noch hin. So ein kleiner passt vielleicht noch hin, oder? So, wenn ich den jetzt hier hinstelle. So, könnte man den hier so reinstellen. Na, ja. So ganz niedlich. Oder den Gartenzwerg, den werde ich auf jeden Fall auch platzieren, den wir schon gesehen hatten. Ja, unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr die Sachen finden. Ich baue nochmal ab, nochmal wieder auf. Das mache ich noch ein paar Mal. Ich habe immer noch was in meinem Postfach. Totaler Wahnsinn. So, wieder aufgebaut. Ging diesmal schneller. Es ist nur ein Gegenstand, den ich da gefunden hatte. Hat auch nur drei drin in dem Shop. Es gibt einmal diesen Flügel hier. Schade, dass man es nicht bespielen kann. Das wäre noch cool. So einen kleinen Hocker davor. So einen kleinen Hocker hätte er noch machen können, den man da vorstellt. Das würde noch fehlen. Könnte man sich dann selber bauen, wenn man sich das hinstellen möchte. Denselben Flügel gibt es auch noch in einem helleren Holz, beziehungsweise in Natur. Den hat er auch noch da gehabt. Den hätte ich jetzt nicht runtergeladen. Ja. Finde ich ganz nett. Schon echt Wahnsinn, ne? Dass da drin alles reinpacken, dass das so aussieht, als wäre es echt. Schon krass. Also schon viel Liebe zum Detail. Ne? Vor allem die ganzen Tasten. Das sind wahrscheinlich alles kleine Holzbretter oder so. Wahnsinn. Ja, die Leute verbringen da echt viel Zeit mit und stecken da wirklich viel Liebe zum Detail rein. Ja, gut. Wenn euch der interessiert, dieser Flügel, dann unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr euch den runterladen. Und wieder neu aufgebaut. Und unter dem folgenden Creator-Code findet ihr diese drei Gegenstände. Der dritte liegt hier vor mir. Dieser Weg, das ist der erste Weg, den ich mal jetzt so sehe. Ich habe selber noch keinen kreiert. Ja, ist ganz nett. Was ich schade finde, ja, das ist natürlich, wenn du jetzt darüber latschst, du machst so einen Weg und da ist es halt doof, du siehst die ganze Zeit Leertaste für bewegen und den Namen. Also den Namen sollte man ausblenden können und irgendwie sollte man auch ein- und ausschalten können, ob ich es jetzt bewegen will oder nicht. Weil wenn ich die ganze Zeit drüber latsch, sehe ich immer diese Einblendung. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Naja gut, aber vielleicht kommt das ja noch. So, und das hier, ja, eine etwas rustikalere Aufbewahrungsbox. Ja, so ein Container hier aus Stahl. Ja. Und hier drüben das Regal. Und das ist auch eine Aufbewahrungsbox. Schmales Holzregal, Farbregal. Das ist ganz cool. Also wenn man seine Farben aufbewahren will, kann man das hier drinnen machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben das gibt. Müsste man mal gucken. Es gibt eine ganze Menge. Da kriegt man das hier bestimmt mit voll. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, und wenn euch eines dieser Gegenstände interessiert, unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr das hier bekommen. Und hier seht ihr die nächsten Sachen. Diese drei Gegenstände.
Ja, fangen wir hiermit an. Das ist ja auch eine Aufbewahrungskiste. Ist aber keine Kiste, auch eine große. Ja, so ein ja, Kleiderregal, sag ich mal. Ist auch wirklich sehr nett gemacht. Dann hier dieser Frosch als Deko. Oh, da kann man sich auch irgendwo hinstellen. Ja, vielleicht ein Pflänzchen wegnehmen, dann den Frosch da hinstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist ganz hübsch geworden. Und das hier ist ein Sitz. Zack. Und man sitzt sogar so richtig drin, ne? Was natürlich schade ist, dass das Seil ja nicht länger ist. Also hängt natürlich in der Luft. Vielleicht müsste man da einfach noch so ein Gestell drüber bauen. Also das wäre natürlich cooler. Aber die Idee ist schon mal richtig super. Vielleicht findet man auch irgendwo eine Ecke. Ich habe schon eben hier mal geguckt. So wie hier jetzt, dass man so in die Ecke reinkriegt. Ja, da hängt es halt wieder auch in der Luft. Oder an so einem. Warte mal, kriegt man das an so einem Baum? Habe ich hier gerade irgendwo ein Bäumchen rumstehen? Natürlich habe ich hier keine Bäumchen rumstehen. Passt das hier irgendwie ran? Nee. Habe ich hier einen Baum? Hier sind keine Bäume mehr. Jetzt habe ich hier den einzigen. Ja, das ist zu dicht dran. Nee, also kriegt man wahrscheinlich mit einem Baum schwer hin. Oder vielleicht zwischen zwei Bäumen. Wenn man die so ein bisschen versetzt hinstellt und dann ja, da das irgendwie zwischen macht. Oder man müsste das Seil verlängern. Aber schon mal eine tolle Idee. Vor allen Dingen, weil der wirklich richtig so drinne sitzt, ne? Schon gut gemacht. Ja, wenn euch was interessiert von diesen drei Sachen, unter dem eingeblendeten Creator Code könnt ihr die finden. Ich baue wieder ab und nochmal auf. Ich habe noch eine ganze Menge. Und hier auch nochmal ein kleines Update zu dem Reifensitz. Wenn man das so platziert, sieht man das nicht mehr. Also man setzt es einfach mitten in den Wald. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, sieht man das eigentlich auch nicht. Also das geht. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht irgendwie. So, hat man so mitten im Wald so einen Sitz. Ist echt cool. Zack. Und man erkennt nicht mehr, dass das, ja, dass das Seil halt natürlich nicht bis oben geht. Ja, kann man auch irgendwie so platzieren. Vielleicht lasse ich es sogar hier. Mal gucken. Gefällt mir ganz gut. Dann muss ich das bloß hier aufmachen, dass man auch vernünftig durchkommt. Ist nämlich ein bisschen schwierig. Ich lasse mir da was einfallen. So, aber ich wollte wieder neu aufbauen jetzt. Und wieder fix neu aufgebaut. Und ja, diese Gegenstände findet ihr unter dem eingeblendeten Creator Code. Ein Futonbett. Ist ganz nett geworden, finde ich. Anders als das Futonbett, das wir herstellen können. Ist ein bisschen detailverliebter. Dazu der Schrank. Leider noch keine Aufbewahrungsbox. Wäre natürlich auch noch cool. Also wer es asiatisch mag in seinem Zuhause, der kann sich das, könnte sich das einrichten. Aber der Schrank leider noch keine Möglichkeit als Stauraum zu nutzen. Ja, hier dann noch so ein Zaunelement. Ne, wer den mag, kann sich halt eben die Dinger ja auch kopieren. Und dann ja, soll ich sich so einen Zaun hinstellen. Und hier passend Stuhl und Tisch. Vor allen Dingen auch mit was zu essen drauf. Warte mal, habe ich jetzt schon maximal reingezoomt? Mal gucken. Nee. Also es ist schon, ich kann schlecht erkennen, sind das Pommes mit Würstchen? Ich glaube ja. Und es ist sogar ein Klecks Ketchup drauf. Das ist schon wirklich sehr süß gemacht. Das könnte man sich auch so als im Außenbereich hinstellen. Noch so ein paar Stühle dazu. Können die Bewohner da dran sitzen. Ja, wie gesagt, wenn euch was davon interessiert, unter dem eingeblendeten Creator Code könnt ihr das hier bekommen. So, ich habe nochmal neu aufgebaut. Und hier, ja, Lilly guckt sich das schon mal alles an, ganz interessiert. Ist sowieso ganz lustig. Ich habe oben, und das zeige ich nachher, habe ich alle Sachen erstmal hingestellt, weil in die Taschen passt das ja am Leben nicht. Zeige euch nachher, sieht wirklich wild aus bei mir da oben. Und die Bewohner laufen aber rum. Das hat so ein bisschen was von Flohmarkt-Charme, finde ich. Das ist mal ganz nett. Ja, also, hier gibt es einmal eine Bank. Ja, ganz lieb Design, finde ich. Mit Herzchen dazu passen, dass das Herzchen Bett. Ja, ich kann mich ja leider nicht einfach reinlegen. Ich hoffe, das kommt noch. Na, das passende Bett zu der Bank und die passende Brücke dazu. Ach, jetzt sieht man schon so ein paar Sachen da oben, die ich da hingestellt habe. Ja, und weiter oben ist kein Platz mehr. Da steht alles voll. Das ist Wahnsinn. Das ist weit mehr als beim letzten Mal. Ja, die Brücke fand ich auch ganz nett. Pretty Bridge heißt die auch. Ja, es ist eine Pretty Bridge. Ist das denn Pretty Bed? Nein. Cute. Cute Bed. Und Fancy Bench. Fancy Bench? Das müsste Bench heißen. Naja, okay. Ach, Fancy. Ob das so gewollt ist? Dass das immer mit dem M ist? Soll wahrscheinlich Fancy Bench heißen. So. Ja, wenn euch was interessiert, unter dem eingeblendeten Creator Code könnt ihr diese drei Sachen finden. Und ich habe wieder neu aufgebaut und der Chef interessiert sich auch schon ganz doll hier für diese Sachen. Ja, wir haben einmal diese Vogelscheuche. Ist ja klar, wo die hinkommt. Ne? Die kommt oben zu der Farm. Da muss sie auf jeden Fall hin. Dann dieses Bärenskulptur. Ist auch sehr hübsch. Und das ist ein Zweiteiler. Also einmal der Unterteil oben hier, den Kopf, den könnte ich jetzt abnehmen und hier hinstellen. Also wenn man will, kann man das so als ja, kaputte Statue und den Kopf daneben stellen.
Oder man verdreht einfach den Kopf komplett. Ja, man kann natürlich auch die Richtung. Vielleicht wurde es deshalb gemacht. Das ist ja cool. Dann guckt er woanders hin. Okay, das wäre ein bisschen schräg. Hups. Einmal nach hinten gucken lassen. Okay, jetzt passt er nicht ganz. Ah, jetzt habe ich... Ach, ist ja witzig. Jetzt habe ich aber beides in der Hand. Den Kopf noch einen Tick nach hinten. Ja, kann man noch so nach hinten gucken lassen. Etwas stark verdreht. ja, dann dieser Blumentopf hier. Auch wirklich sehr schön gemacht. Was sind denn das da für... Das ist einfach nur so irgendwelche Ornamente. Ich dachte, es wären Herzen. Nee, Herzen sind es nicht. Und dann diesen Brunnen. Und der kommt auf jeden Fall irgendwo hin. Und das hier auch. Also das könnte man sich fast kopieren und irgendwie so in verschiedenen Abständen dekorieren. Ist schon wirklich echt sehr hübsch gemacht. Ja, wenn euch was davon interessiert, der Creator-Code ist unten eingeblendet. Dann holt euch das. Und ich baue nochmal neu auf und wieder ab. Also andersrum eigentlich. Erst ab, dann auf. So, ich habe wieder neu aufgebaut und Finlay probiert schon was aus. Ja, nun ist er fertig. Er hat die Bank schon mal ausprobiert. Ja, diese Sachen gibt es unter dem eingeblendeten Creator-Code. Einmal diese Bank, wirklich sehr hübsch. Sehr niedlich geworden. Dann diese Pilze hier. Ja, die kann man sich, Cutie Mushroom, die kann man sich immer irgendwo hinstellen als Deko. Ist auch ganz nett. Ja, dann diese Fontäne oder diesen Brunnen hier. Cutie Katie Fontaine ist das. Und das ist Cutie Katie Fence. Gehen wir davon aus, dass die Person, die das gebaut hat, Katie heißt. Ja, alles. Cutie Katie Bench. Das ist aber nicht Cutie Katie Mushroom. Was so ein bisschen schade ist. Jetzt hast du diese Zaunelemente hier. Oh. Da geht's wohl, das Gespräch ist wohl nicht ganz so schön. Man kann das leider nicht so direkt aneinander stellen. Das ist total ärgerlich. Also das müsste man nochmal ändern oder vielleicht hätte man das anders bauen müssen. Ich muss mich da mal mit beschäftigen, sowas auch mal bauen, dass man sowas nahtlos aneinander kriegt. Das muss so irgendwie möglich sein. Der Entwickler macht es ja auch, aber vielleicht hat der natürlich auch andere Möglichkeiten als wir hier mit unserem Tool. Weil bei uns ist es ja immer in Rastern, sag ich mal, wo wir es weitersetzen. Und wir können es nicht nahtlos weitersetzen. Das ist ein bisschen schade. Weil so könnte man sich halt einen etwas längeren Zaun bauen. Ist aber trotzdem ganz süß. Ja, und wenn ihr was davon haben wollt, der Creator-Code ist unten eingeblendet. Und dann könnt ihr euch das holen. Ich baue nochmal ab und nochmal auf. Und ich habe wieder neu aufgebaut. Und wir beginnen mit dem Snorlax-Bett. Im Deutschen heißt der ja Relaxo. Ja, ist ein Bett, kann man drin schlafen. Ist ganz putzig. Dazu dann Totoro. Der ist einfach nur Deko. Ist auch ein Pokémon, meine ich. Ich kenne gar nicht alle, aber ein paar kenne ich schon. ja, hier dieser Apfelbaum. Auch wirklich sehr süß gemacht. Na, hier noch ein Apfel, der daneben fällt. Hier noch ein Ast. Also den kann man sich auf jeden Fall irgendwo hinstellen als Deko. Ja, dieser Zen Arch, ja, wenn das ein Durchgang sein soll, ist er halt ein bisschen flach, ne? Also kann man sich irgendwo hinstellen. Das wäre höher cool, aber ich weiß gar nicht, ob man denn durchgehen könnte. Und so hoch kriegt man das gar nicht, so die Gegenstände. Oder man müsste es auch zweiteilig machen, so eben wieder bei der Bärenskulptur, dass man vielleicht das zweite Teil oben raufsetzen kann. Aber da muss man schon wirklich sehr genau arbeiten. Und dazu gab es dann noch diese Brücke. Und da oben sieht man schon die ganzen Sachen, die da stehen. Es wird immer mehr. Steht alles voll da oben. Ich zeige es euch gleich zum Schluss nochmal. Ja, die fand ich auch sehr hübsch. Ja, und wenn ihr eins dieser Sachen haben wollt oder alles, dann unter dem folgenden Creator-Code könnt ihr euch das holen. Und so langsam neigt sich es dem Ende zu. Ja, der Tag auch. Das ist mittlerweile schon der zweite Tag, wo ich hier Sachen präsentiere. Ja, da gab es einmal diesen kleinen Hocker unter dem Creator-Code. Ja, ist ganz niedlich. Schön klein, so wie mein Stuhl, den ich gebaut habe. Der auch wirklich sehr klein geraten ist. Und dazu diese Sofa mit eingebauter Kommode an der Seite. Also die gehört, die habe ich nicht zugestellt, sondern das ist so alles zusammen. Ich kann es euch mal zeigen. Zack, hier, das ist so ein komplettes Element. Ja, das ist so mit dran. Genau, aber fand ich auch ganz süß mit den Blättern drauf. So, der hat sich das Muster selber gebastelt. Ja. Und wenn euch das hier interessiert, unter dem eingeblendeten Creator-Code könnt ihr euch die Sachen runterladen. Und ich habe nochmal aufgebaut, ein vorletztes Mal. Gleich kommt nur noch eine Sache und dann sind wir auch schon durch. Ging ja ganz schnell. Ja, unter dem folgenden Creator-Code könnt ihr diese Sachen finden. Fangen wir mit dem Stuhl mal an. Ne? Netter kleiner Stuhl. Farblich passend dazu das Bett im Rock-Style. Ja, kann ich ja leider nicht benutzen gerade. Ich würde mich dann pennen legen. Halt, ich will nicht schlafen. Ich wollte es einmal drehen. Ja, komm, nimm auf. So, auf der einen Seite ist die Gitarre nicht drauf. Hier ist die Gitarre drauf. Ja, das ergibt sich halt wahrscheinlich durch den Stoff einfach.
Ja, sehr nett. Dieses Boot, das kennt ihr ja schon. Das habe ich unten am Strand stehen. Das ist jetzt auch das Boot. Das habe ich jetzt eben mal kurz hierher geholt. Das gehört zu diesem Creator-Code. Das wusste ich ja vorher auch nicht, weil der wurde ja einfach nur in dieser Übersicht präsentiert. Da weiß man ja nicht, von wem das ist. Ja, hier der passende Computertisch zu dem passenden Computerstuhl. Der kommt natürlich so nicht zur Geltung. Ich drehe mal ein bisschen um. So, hier, ne? Wie es sich gehört. Ah, ein Computerstuhl. Ich habe sowas nicht. Ich sitze hier auf einem ganz einfachen, alten, klapprigen Stuhl. Der tut es aber auch. Aber wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr euch das hier unter dem Creator-Code holen. Ja, und ich baue jetzt noch einmal auf und ab. Guck mal, Finlay muss es auch gleich ausprobieren. Ja, genau. Einmal baue ich noch auf und ab und dann sind wir auch schon durch. Und es wird schon wieder dunkel. Und das ist jetzt der letzte Gegenstand, ein Schneemann. Wenn ihr gerade in der Schneesaison seid, dann könnt ihr euch den runterladen. Passt zum Ambiente so ein bisschen. Ist ganz putzig geworden, finde ich. Na, den kann man ja hinstellen, wenn Winter ist, und dann packt man ihn wieder ein, wenn der Frühling kommt. Stellt ihn sich irgendwo in den Schrank und holt ihn dann wieder raus. Wie mit der Weihnachtsdeko. Ja, wir sind auch am Ende angelangt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Das ging ja wirklich ganz schnell. Die Brücke da oben, wo jetzt gerade Schärf drüber läuft, die konnte ich schon gar nicht mehr irgendwo hinstellen. Und wir schauen uns das jetzt mal alles an, was ich da oben hingestellt habe. Ich nehme den Schneemann nehme ich mal mit. Den stelle ich da auch noch mit hin. So, und jetzt seht ihr mal, wie es hier aussieht. Das ist totaler Wahnsinn. Und die Sache, es ist so ein bisschen wie auf dem Flohmarkt. Ich glaube, die beiden haben sich so ein bisschen festgesetzt da. Die kommen da gar nicht mehr raus. Und überall laufen hier Bewohner rum. Und die gucken sich alles an. Ich komm hier selber nicht mehr durch. Ich komme hier nicht mehr weg. So, hier steht alles voll. So, da oben sind die Brücken. Oder eine Brücke steht da oben. So, der Apfelbaum da hinten. Es ist totaler Wahnsinn. Es ist weit mehr als beim letzten Mal. Hier steht alles voll. Ich komme da gar nicht hin. Da habe ich alles vollgestellt. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Jetzt muss ich hier mal den Snorlax wegpacken. Der muss jetzt mal hier hin. Dann kommen wir da nicht mehr durch. Ja, und hier geht es natürlich weiter. Hier habe ich zuerst hingestellt. Aber hier passt so eigentlich gar nichts mehr hin. Es ist total irre. Und jetzt darf ich da erstmal alles verteilen. Das wird eine ganze Weile dauern. Ja, hier geht es noch weiter. Hier habe ich die ganzen Brücken hingestellt. Da vorne die Bank. Da kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr durch. So, hier noch eine Brücke. Und hier auch noch eine Brücke. Ah, so, nun muss ich mich erstmal setzen. Nach getaner Arbeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch was für euch dabei. Wenn ihr was davon haben wollt, dann müsst ihr das möglichst schnell machen. Also sobald wie möglich, wenn ihr mal an den Rechner kommt oder euch hinsetzt und Hugo live spielt, ladet euch die Sachen gleich runter. Weil es kann ja sein, dass derjenige oder diejenige, die das gemacht haben, dann wieder rausnehmen und dann ist es halt weg. Ich habe da auch keinen Zugriff drauf und ich weiß ja auch nicht, wer es ist. Kann die also auch nicht mehr ansprechen, so wie jetzt bei mir über die Kommentare, da wird das gehen. Ja, aber da geht es halt eben nicht. Die ganzen Creator-Codes, die mir geschickt wurden, die blende ich unten mit ein. Aber nur in dieser Folge. In der Beschreibung ist ein ganzer Block an Creator-Codes. Da könnt ihr vielleicht immer mal selber drin rumstöbern, wenn ihr Möbel sucht. Könnt ihr mal rumgucken, bietet sich dann an. Ja, genau. Und hier nochmal der Aufruf dazu, wenn ihr selber auch Gegenstände baut, Möbel, Brücken, Treppen, was auch immer, egal wie gut die jetzt aussehen oder nicht, ich würde mich freuen, wenn ihr euren Creator-Code auch zur Verfügung stellt. Den pflege ich dann auch unten mit ein. Da sind wir ja schon zu viert. Wäre schön, wenn wir mehr werden würden. Ja, das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den jetzt abonniert. Na, dann sind wir immer mehr Leute, ja, die sich hier beteiligen halt eben. Gibt ja auch immer manchmal gute Tipps von irgendwelchen Leuten. Oder es werden Fragen gestellt, wie geht was weiter und so weiter und so fort. Da kann man sich dann immer helfen. Ja, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, würde ich mich drüber freuen. Und aktiviert immer gleich das Glöckchen mit. Dann wisst ihr nämlich immer, wenn es weitergeht mit Hugo Live oder einem meiner anderen Gameplay-Videos oder Let's Plays. Ja, und dann würden wir uns einer meiner nächsten Folgen auch schon sehen. Und ich sage bis dahin, oh, ich spiele gerade mit Tastatur. Warte mal. Moment. Nein, nicht Fragezeichen. Nee. Moment, ich hab's gleich. Ah, da. Ja, mit Maus und Tastatur weiß ich nicht, wie das geht. Ja, und ich sage bis dahin, ciao, ciao.